Hallo, ich schaue mir Seite 39 die Aufgabe 13 an. Ich habe zwei Funktionen gegeben. F von x gleich 0,5x Quadrat und g von x, und zwar ein gr von x, gleich 2x plus r. Und dieses r kenne ich nicht, das ist das Problem der Aufgabe. Das eine ist eine Parabel, das andere ist eine Gerade, und die Aufgabe lautet, ein R so zu finden, dass diese Parabel und die Gerade sich in einem Punkt berühren. Also die Parabel ist eine Parabel durch den Ursprung. Ich mache nur eine Skizze, schnelle Skizze, y, x. Die Gerade läuft jetzt irgendwie, die kann jetzt schneiden oder vorbeilaufen oder in einem Punkt schneiden. Ein Schnittpunkt oder kein Schnittpunkt. Und die Strategie ist immer, schneiden heißt immer gleichsetzen. Ja, also schneiden. Daraus folgt gleichsetzen. Also 0,5x Quadrat ist gleich 2x plus r. Jetzt hat man hier eine Parabel. Also so ein x². Und deswegen sollte man an die Mitternachtsformel denken. Das heißt, alles auf eine Seite. 0,5x² minus 2x minus r gleich 0. Ich habe hier mein a, mein b, mein c. Und genau eine Lösung. Genau eine Lösung bedeutet, die also b² minus 4ac gleich 0. Und über diese Bedingung kann man dann das r herausfinden. Also b² ist 0,5² minus 4 mal 0,5. B ist falsch. B ist nicht 0,5, sondern b steht ja wunderbar da, ist minus 2. Minus 2 Quadrat. Minus 4 mal a mal c. Minus r ist gleich 0. So. A, b, c nochmal kontrolliert. Passt. 4 minus, also dann plus 2r gleich 0. Und 2r gleich minus 4. R gleich minus 2. Fertig.